sind heute nicht drei Blondinen, nein, wir sind vier. Wir haben eine wunderschöne Frau in der Mitte. Sie blüht und blümt sozusagen. Blüht. Ruth Moschner, sie blüht und blüht. Wir machen nämlich heute Blitze. Ja. Es blitzt heute, es gibt Blitzeis. Ja, stimmt. Und wie heißt dieser andere Ausdruck? Nice Cream. Nice Cream. Es gibt heute Nice Cream, okay? Nee, also diese, ja. Also Nice Cream, also die Veganer werden wahrscheinlich so, oh, langweilig. Also es ist tatsächlich Eis auf Bananenbasis, weil Bananen natürlich super sweet, grün und, nein Quatsch, grün. Gelb. Gelb? Süß meine ich, weil die total süß wird. Ist ja was. Deswegen kann man, ihr habt für uns netterweise was vorbereitet. Ihr habt lustige, überreife Bananen in kleine Scheibchen geschnitten und die eingefroren. Das haben wir gemacht. Ich hab das gemacht. Du weißt, wo sie sind. In der Zwischenzeit kann Natascha schon mal Erdnüsse probieren. Aufkochen. Die Datteln entkernen. Oh, kann ich was Sinnvolles machen? Also, alles hier abmachen. Abmachen? So. Ochsenknecht, Stoffer, dann heiß gekocht, das Wasser draußen nicht pürieren. Das soll ich denn jetzt machen? Kann man auch über Nacht machen, wenn man die quasi raw haben will, um quasi noch mehr Inhaltsstoffe in der Dattel zu erhalten. Also schön über Nacht einweichen lassen. Okay. Weil wir ein Quickie machen, ganz schnell. Ja, das sieht doch schon mal hervorragend aus. Da machst du jetzt ein bisschen Kakao rein. Okay. Ist schon geöffnet von mir. Bisschen blöd, aber geht nicht anders. Sagt immer so, Auge mal Pi. Auge mal Pi. Ja, wie es halt, ja, wie man es halt mag, ne? Bisschen mehr schon. Ich mache einfach nochmal 2 Teelöffel von dem Erdnussmus rein. Und das kriegt man ja auch überall, ne? Man kann da. Du bist jetzt sicher, ja? Ja. Mehr gibt's ja nicht hier. Du. Das schmeckt aber geil. Schmeckt dann ein bisschen. Ja, toll, ne? So, jetzt alle Schnauze halten, weil man hört uns eh nicht, wenn du pürierst. Willst du da noch was reinmachen oder hast du schon? Jetzt kommt der Moment Wasser für unseren Blondinen-Club-Tanz. Oh Gott. Oh. Das sieht super aus. Ja, sieht ganz toll aus. Kann man ein bisschen mehr Schwung machen. Ja, der ist jetzt auch schon was älter, der Pürierstab. Ja, ja, ne? Der ein bisschen alter Stab. Ist das höchste Stufe? Ja. Okay, übermorgen. Ja, aber das ist okay. Ja, aber das sieht hervorragend aus, Tanja. Das ist ganz, ganz toll. Ja, ich mach das, als hätte ich nie was anderes gemacht. Mir gefällt das. Gibt es das so wie im Kartoffelpüree? Manche mögen das mit Stückchen, ja. Und manche nicht. Ja, absolut. Ich würde es aber jetzt homogen machen, weil wir ja noch die Dattelschlotze drunter rühren und ein paar Erdnüsse drauf machen. Ja. Also wenn du Bock hast, kannst du weiterhin schälen und nicht alle aufessen. Okay. Weil noch so ein paar sind. Ja, das wäre ganz gut. Ja, aber das ist doch schon das sieht doch gut aus. Hier ist an der Seite noch so. Genial. Das machen wir jetzt hier rein und geben es in der Zwischenzeit in den Tiefkühler. Mhm. Bis die Dackelschlonze fertig ist und machen in der Dackelschlonze. Heißt das offiziell Schlonze? Nein. Aber die Bananen mussten gefroren sein, oder wie? Ja, natürlich. Warum? Ja, weil du sonst ja halt ewig warten müsstest, bis es gefroren ist. Also theoretisch kannst du das ja jetzt gleich essen. Nur dadurch, dass wir halt jetzt noch so ein Salted Dattelkaramell dazu machen, ein veganes, stelle ich das jetzt kurz in die Tiefkühl. Du bist Veganerin, ja? Nee. Du kochst nur gerne vegan. Ja, genau. Das ist ja cool. So, komm ich rein. Oh, vielen Dank. Mhm. Dann kannst du auf dem Rückweg eigentlich direkt die Beeren mitbringen. Ja. Ich helfe dir ein bisschen, Natascha. Mal das zur Seite. Und hallo. Hi. Auch kinderleicht. Man nimmt einfach gefrorene Beeren, also ganz normale Tiefkühlbeeren, die es in jedem Supermarkt gibt. Ja. Und normalerweise würde man ja jetzt, wenn es nicht vegan ist, einfach Creme Fraiche reinmachen. Wir stellen das Ganze mit Mandelmus und ein bisschen Zitrone her, um eben so ein bisschen Säure und Frische noch reinzukriegen. Und die Cremigkeit kriegen wir über das Mandelmus. Also Mandeln, absolutes Superfood. Beeren auch ein absolutes Superfood. Ganz viele Antioxidantien drin. Machen uns schön, jung, knackig. Boah, du machst das so gut. Das ist echt die Pürierqueen. Ja, schon, so, oder? Wir haben eine Sache vergessen, weil wir müssen natürlich dadurch, dass die Beeren jetzt nicht so süß sind, so ein bisschen Süße reinkriegen. Auch durch irgendeinen Mousse. So, nee. Lass mal kurz antesten. Ups, wie ist das jetzt erleben. Hier mit dem Schokoladenlöffel? Es ist, also ich würde ein bisschen Süße reinmachen. Ich habe Ahornsirup mitgebracht. Man könnte das auch mit Datteln zum Beispiel süßen. Ich würde jetzt den Ahorn, weil wir haben jetzt 4 Minuten, dann machen wir. Okay, dann machen wir das. Also vor allen Dingen für Kinder kann es ja nie süß ein genug Schütz sein. Probier mal hier als Gegentest, weil das wäre jetzt theoretisch auch schon fertig. Mhm. Gut. Also einerseits die Cremigkeit von den Mandeln, die Frische von der Zitrone und eben auch den Geschmack von den Himbeeren und Brombeeren. Apropos Himbeeren und Brombeeren, super gut, das ist ein Begriff. Steht plötzlich auf jeder Speisekarte, alle posten das ganze soziale Netz irgendwie dreht durch. Ich meine, diese ganzen Früchte und alles gab es ja schon vorher auch. Ja. Warum kommt das jetzt plötzlich auf? Warum ist das so en vogue?
Naja, ich glaube, man ist sich erstmal bewusst geworden, dass man einfach, also man hat so ein bisschen das Gefühl, okay, was kann man noch alles tun? Also so normal essen gehen reicht ja heutzutage nicht mehr, es muss ja eben alles super sein. Und, aber es ist schon so, dass einfach viele Lebensmittel mehr Inhaltsstoffe beinhalten als andere. Also Superfood heißt ja im Grunde genommen nur, dass du einfach auf kleinstem Raum wahnsinnig viel bekommst für dein Geld. Also da ist einfach, da sind mehr Vitamine drin als jetzt in einem Schnitzel oder so für den Vergleich. Aber du hast jetzt in einer Dattel zum Beispiel, da sind so viele tolle, da ist Tryptophan drin, da ist Vitamin B drin, da ist Magnesium drin, aber eben auf so kleinem Raum ganz, ganz viel. Das ist richtig schön schlonzig vor sich hin pürieren, aber das sieht gut aus. Ihr seid echt die Pürierkönigin. Sieht echt am Wasser. Ich finde das reicht. Ja? Ja. Das sieht wirklich schlotzig aus. Riecht so lecker. Und ich teste mal, ob das Salz reicht. Also wegen mir müsste noch ein bisschen Salz rein. Weißt du, wie es dir geht? Mhm. Ich kann es nachvollziehen. Ich bin auch so ein Salzer. Salzerkönig. Und das ist im Grunde genommen ja wie so ein veganes Salted Caramel. Mhm. Nur mit Datteln und Salz. So. Komm, wir machen hier einfach so einmal so. Ich habe keinen großen Löffel mehr hier. Ja, wir nehmen einfach hier das große etwas. Das Rezept bekommt man natürlich bei uns, oder? Oh, da steht natürlich unten drin. YouTube. Und wie ihr alle wisst, abonnieren ist umsonst. Weißt auch du, ne? Kostenlos. Ich habe euch abonniert. Ich gucke euch immer. Das finde ich. Wenn ich das gut mal an der Stelle sagen Du kann. Guckst ja alles. Das ist richtig. Also, nee, wenn ich ein Foto poste, Moschi hat immer einen Kommentar irgendwie drunter. Das stimmt, du kommentierst immer total nett. Das, ich finde auch, das erfreut einen doch sehr. Ne? Guck mal, wir haben jetzt hier eine schöne Sauerei da drin. Jetzt hauen wir die ganzen Erdnüsse noch rein. Oh, lecker. Nusscocktail. So. Toll. Einmal schön umrühren. Und dann war das Schichten aber umsonst. Ja, aber es geht ja darum, dass es so ein bisschen sich verteilt. Aber wir hatten ja noch so ach, wir geben es bei Natascha. So das schön machen, oder? Ich mach das schon bunt. Zum Kaschieren. So, ihr Lieben, also wir lassen ist das meine? Schmecken. Ja, nimm. Wir beide, Und zum Nachkochen einfach mal unten das Rezept lesen und schreibt uns mal, wie es euch so geschmeckt hat. Mhm. Bei uns schmeckt es hervorragend. Mhm. Lecker. Rezepte unten, Kommentare auch unten, abonnieren. Und abonnieren Sie diesen Kanal. Unbedingt. Wir freuen uns. Mich auf Facebook und Instagram und die anderen auch. Sehr gerne. Auch wir kommen dann auch mal zu Besuch. Wenn wir jetzt Kerne zwischen den Zähnen haben. Und essen Sie. Na, ihr. Genau. Und essen Sie mehr Obst.